Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Battlefield Gothic Armada 2. Wo wir als allererstes jetzt hier hoch, das ist der falsche Planet, oder? Da bin ich richtig hier. Ja, und ich dachte, der Stern wäre hier unten dran. Oder dieses komische Münzabzeichen. So, die Agrarwelt ist jetzt auch hier fertig. Also wir kommen hier in diesem Sektor, hier im Scarus-Sektor eigentlich sehr, sehr gut voran. Auch wenn wir natürlich noch lange nicht fertig sind, ne? Wir müssen jetzt trotzdem mal schauen. Da drüben ist Medusa, da gäbe es noch eine Mission, wie wir da jetzt damit verfahren wollen. Das hier könnte man attackieren, man könnte das hier attackieren, man könnte das hier attackieren. Wir könnten theoretisch also wirklich jetzt hier mehrere Attacken fahren, unabhängig voneinander. Und ganz im Ernst, that's the plan, baby. Wir werden jetzt hier beide Systeme hier angreifen. Und die sind hier eigentlich insgesamt nur noch schwach aufgestellt. Das finde ich eigentlich schon mal sehr, sehr angenehm. So, der ist in einem Zug da. Das Problem ist, ich möchte das nicht. Aber mich fragt ja wie immer keiner. Wir sollten auf jeden Fall Momentchen schon mal zurückspringen. Hier auch nochmal vielleicht das eine oder andere wieder reparieren. Hier passen noch locker flockig 250 in diese Flotte rein. Kann ich da inzwischen schon irgendetwas Sinnvolles tun? Es sind 249, die wir exakt reinbekommen. Panzerkreuzer ist nicht, wie wir sehen. Wir könnten eine Overlord mit reinnehmen. Eine Mars könnten wir nicht reinnehmen. Eine Armageddon könnten wir reinnehmen. Das ist halt die Frage, sind wir jetzt hier wieder an diesem Punkt? Was ist angenehm, eine Mars oder eine Armageddon? Schwere Makrobatterie und hier sind es Plasma-Makros. Ich glaube, die Plasma-Makros sind besser. Deswegen nehme ich den jetzt dann mit rein und damit ist diese Flotte jetzt hier auch mit am Start. Und dann schauen wir jetzt mal an, wie lange die dahin brauchen würden. Also die können jetzt hier auf jeden Fall nochmal jeweils ein Feld springen. Bis hier kommen, die haben sie 1, 2, 3, 4. Oder sie machen 1, 2, 3, 4, 5. So oder so, es sind zwei Runden. Es sind einfach zwei Runden. Also. Ich verzögere es auf jeden Fall nochmal um eine Runde, damit die dann auf jeden Fall mit dabei sind und hier nicht irgendwie die Welt untergeht. Wie sieht es mit den anderen Gebieten aus? Ja, immer erstmal ein bisschen umschauen. Da haben wir noch zwei Züge Zeit. Da sind noch 150 drin. Da sind auch noch, ja, sagen wir mal so 50 drin. Egal, wir springen jetzt tatsächlich. Das ist auch ein riesen Elder-Flotte, wenn man mal ehrlich. Eine mega starke Elder-Flotte. Gucken wir mal, ob wir mit diesen 150 hier irgendwie arbeiten können. Es geht eh bloß hier um einen Light Cruiser, dann nehmen halt die Defiant da noch mit rein. Ja, und dann ist hier Eldropso gelutscht, oh. Dann haben wir die hier abgefrühstückt. Dann hier noch ein Chincha. Da. Bin mir nicht ganz sicher, ob in Chincha auch noch irgendwas war. Ja, da war was. Der ist aber auch schon hier am Start. Der wird das Ganze für uns erledigen. Der Kollege braucht ohnehin erstmal nochmal eine neue Flottille. Und jetzt haben wir natürlich noch Spire und Konsorten, die jetzt momentan hier in Vermart rumstehen. Und genau hier soll eine Verteidigung stattfinden. Und wisst ihr was? Diese Verteidigung wird erstmal hier Reparatur. Lasse ich tatsächlich Spire himself erledigen. Einfach ihn selbst. Niemand geringeren. In Vermart. Müssen wir gerade mal rausgehen. Also das ist in Medusa. Medusa ist ja auch noch ein Job. Ne, warte mal. Hä? Was ist denn Spire nochmal? Wo ist Spire? Ist das Elo-System? Das ist hier. Okay. Das heißt, ich müsste dann nachher da hochspringen, um endlich diese Aufgabe bei Medusa zu erledigen. So viel dazu. Ich hoffe, dass das dann auch ausreichend ist. Da kommt auch nochmal eine Attacke. Können wir abwehren. Wie sieht es denn aus hier mit Entsatz? Da passen noch 173 rein. Haben wir leider nicht genügend Produktionskapazität, um das hier irgendwie zu regeln. Naja, aber momentan sieht noch gut aus. Also, lange geredet, wenig Sinn. Jetzt kommt erstmal der Angriff von diesen Orks hin. Und wir werden sie hoffentlich erstmal so ein bisschen davon überzeugen, durch gute Argumente, wie zum Beispiel Novakanon, dass das hier keine so gute Idee ist, hier anzugreifen.
gut, zugegebenermaßen, sie werden davon weniger berichten können. Wobei, Orks sind ja dafür bekannt, dass sie auch mal gehen und dann erzählen, dass irgendwo was nicht so gut gelaufen ist. Ja, so viel dazu. Moment. Wir haben jetzt bis aus wieder ein Ferngefecht. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Leute. Das habe ich jetzt gerade eben erst gestern, also aus meiner Sicht gestern, aus eurer Sicht ist es schon länger her, hat einer von euch also als Zuschauer gesagt, quasi, ich solle doch bei solchen reinen Vernichtungskämpfen lieber weiter hinten warten. Jetzt probiere ich das einfach mal aus. Begründung ist, dadurch zieht sich der Rattenschwanz natürlich länger. Die Gegner sind dann aufgeteilt und kommen nicht alle gleichzeitig ins Gefecht. Ich muss ganz ehrlich zugeben, das habe ich bisher noch nie gemacht, aus zwei Gründen. Nummer eins, ich habe nicht immer dran gedacht, das gebe ich zu. Und Nummer zwei, mir war es immer so der Gedanke, ihr wollt so schnell wie möglich Action haben, logischerweise. Jetzt, wenn ich den Gegner nicht entgegenfliege, habe ich natürlich das Problem, dass das mit der Action so ein bisschen auf sich warten lassen könnte. Collision Protocols active. Und das wollte ich eigentlich vermeiden. Aber wir probieren es jetzt einfach mal aus. Ich bleibe jetzt tatsächlich hier hinten und warte, bis es die Dings kommen, mache es hier auf dreifache Geschwindigkeit und dann sehen wir einfach mal, ob das so läuft. Ihr könnt mir dann auch einfach mal, auch in Anbetracht, wie das Gefecht hier läuft. Das ist ein Gefecht, das mehr oder weniger auf Augenhöhe stattfindet. Gut, die sind ein bisschen schwächer als wir, aber so grundsätzlich können wir jetzt mal gucken, wie sehr teilen die sich tatsächlich auf. Bis jetzt habe ich den Eindruck, die sind gleich schnell. Das müssen wir natürlich noch ein paar Mal machen, auch in größeren Gefechten, größeren Kampfverbänden. Ja, wir haben das jetzt schon abgeschossen, wie ihr seht. Aber grundsätzlich ist das natürlich eine interessante Strategie. Die einzige Frage ist, funktioniert sie? Also kann sie funktionieren? Und deswegen warten wir jetzt halt einfach mal. Und ich habe also zumindest jetzt in dieser Konstellation nicht den Eindruck, dass das irgendetwas bewegt. Muss ich leider sagen. Also kann sein, dass es in einem anderen Gefecht anders sein wird. Das werden wir ausprobieren. Aber nur damit ihr wisst, ich gehe auf eure Ideen durchaus ein. So. Kann gut sein, dass wir den einen da gerade noch zu kriegen. Egal was es war. Also ihr seht aber, die teilen sich nicht auf. Die teilen sich nicht auf und deswegen können wir jetzt eigentlich auch ein bisschen näher rangehen. Focusing Warsight. Ist ja auch Hurensonne entgegen. Klar hätte ich, gut, man kann, das funktioniert wahrscheinlich sehr gut, wenn man das Tarot des Imperators macht, weil dann die Gegner tendenziell, sobald sie halt aufgedeckt sind, ne, machen die halt quasi Halligalli. Das machen sie halt nicht, wenn sie, holla die Walfee, wenn sie noch nicht entdeckt sind. Das macht natürlich dann schon mal einen gewissen Unterschied. We are ready to serve. So, du machst jetzt mal gar nichts mehr, Dude. So. Der hier soll erstmal jetzt hier von uns geplättet werden. Der ist jetzt nach vorne gesprungen, aber das habe ich jetzt halt anders gemacht. Also die Idee, einen Feind zu isolieren und niederzukämpfen, ist eine gute. Ich sehe das gar nicht. Ui. Ist aber schlecht, für den ist gelaufen. State your order! So, jetzt greifen wir den da an, den da an. So, alle drei Nova-Kanonen jetzt hier ausgerichtet. Und peng, peng, peng! Revere the Omnisire! Machine Spirit appeased! Mhm. Schicken wir mal da Leute an Bord. Und das hier ballern wir zusammen. Ist aber Nahkampf. Teleportarium Vectors calculated. Wir haben de facto Nahkampf. Chrysalis Protocols. Und werden ihn auch so behandeln. Skitari Assault successful. Der meutert, okay. Den machen wir jetzt handlungsunfähig. Solange der meutert, macht er auch nichts Schlimmes. Weapons calibrated. Skitari assault successful. Gut. Die Skitari machen weiter. Legio Cybernetica have boarded the enemy.
Und das war's mit dem da. Und der ist weggelaufen. Also das Auseinanderziehen hat zumindest jetzt in dem Fall nicht funktioniert. Aber wir probieren es natürlich auch noch in weiteren Schlachten, auch mit unterschiedlichen Fraktionen. Und auch mit unterschiedlichen Mitteln. Der Punkt ist bloß der, es ist wahrscheinlich leider nicht pauschal machbar. Ich glaube, da haben sich die Entwickler schon was dabei gedacht. Glaube ich, wie gesagt, es muss getestet werden. Dass man halt ihre Strategien oder ihre KI halt einfach nicht so leicht austricksen kann. Kumis, here, coming to my favorite world. Oh, we gotta crump ya and crump ya good. You suffer from overconfidence, Orc. That world has been yours too long. We come to reclaim it. You're having a laugh. Kumis is weak, and I'm strongest. Blitzripper is the strongest. Der Mann hat auf jeden Fall ein gesundes Maß an Selbstbewusstsein. Und der Ork auch. Zusammenfassung: Blitzrippers Wahnsinn. Spires Strategie ging wohl voll auf. Warboss Blitzripper ist aus seinem Versteck gekommen und hat seine Armada versammelt, um Mordax Prime vom Imperium zurückzugewinnen. Der Hochadmiral muss nun der Bedrohung durch die Orks ein für alle Mal ein Ende bereiten. Schließen Sie den Sonneneinsatz in Mordax Prime im Skaros-Sektor ab. Ja, die To-Do-Liste halt. Wird halt To-Do-listiger. Ja. Was können wir denn hier noch machen? Ich habe noch 146 frei. Irgendwas mit einer Nova-Kanone wäre voll nice, aber das gibt's glaube ich auf dem Level noch nicht. Ja. Nee, Nova-Kanone gibt's auf dem Level noch nicht. Schade, schade, schade. Wir könnten auch nochmal hier eine Arc Mechanicus mit reinnehmen, aber ganz im Ernst. Also ich habe insgesamt so das Gefühl, dass gerade bei den Schiffen die kleine Zahl sehr, sehr viel witziger ist. Oh, das ist eine Fabrikwelt, Werft, Enklave des Adeptus Mechanicus, Forschung, Zielerfassungssysteme, Zielerfassungssysteme, Forschung, Matrix 3, warte mal, das ist doch, Zielerfassung, das da. Der Malus auf die Genauigkeit von Makrowaffen wird halbiert, wenn von jenseits der mittleren Reichweite gefeuert wird. Aha, also sie treffen besser. Okidoki, dann haben wir noch diese Attacke hier. Guck mal, mit den Eldar, da könnte das zumindest ansatzweise klappen. Allerdings möchte ich an dieser Stelle zu bedenken geben, dass die Eldar halt permanente Hit-and-Run-Attacken fahren. Und es normal ist, dass die immer wieder isoliert sind. Aber auch immer nur so extrem kurz, ne? Also bei denen hast du immer nur so mega kurze Zeitfenster, wie du mit ihnen umgehst. So. Dann bin ich ja mal gespannt, Freunde. Also wir machen dasselbe wie hier, selbe Art von Gefecht, so wie es aussieht. Bereit. Prepare for impact! So. Die kommen da hinten an. Stell die Schiffe jetzt nah nebeneinander, wegen, die benutzen ja, glaube ich, gar keine Jäger, die Elder, oder? Ja, doch, vielleicht, das könnten welche sein, diese zwei kleinen Blitz. Ja, wir müssen es halt wieder mal warten. Düm, 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 düm. Und so weiter und so fort. Oh. Es wird schwierig werden, da einfach so stehen zu bleiben. Shit. I am listening. So, da kommen diese Jägerchen. Ich hoffe, dass ich die vorher sehe. Engines engaged. Ja, man sieht's hier, okay. Also ich sehe halt auch gar nicht, wie viele das überhaupt jetzt gerade eben sind, ne? Das ist das nächste Problem. Wir sind jetzt hier auf Aufschalten gegangen. Hold course. Initiate Thunderhawk Bombardment. So, dieser Thunderhawk wird den hier wahrscheinlich platt machen. Ja. Nee, der ist einfach nur unsichtbar geworden, der Mistkeks. Enemy in sight. Also, wie ihr seht, bei denen strike klappt quickly, das schon. Brothers. Keine Frage. Enemy in sight. Aber so weit voneinander sind die dann doch nicht weg. Underway. Teleport attack successful. Successful teleport strike.
Strike quickly, brothers! Das ist das nächste größere Schiff. Show us the enemy! Repositioning! Okay. Enemy in sight! Nimm mal die Disruptor-Bombe dahin. Hold course! Triebwerk geschädigt, das ist doch schön. Deck beschädigt, das ist noch sehr viel schöner. Also ihr seht auch, die kamen in der Gruppe. Vielleicht ist die Strategie geändert worden. Vielleicht war das früher möglich, dass man das macht. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es noch so ist. So, noch mal ein paar Truppen an Bord schicken. Der ist jetzt schon ordentlich verlangsamt, der Kollege. Obliterate that target! Der ist ordentlich verlangsamt. Underway. Feel our might. Feuer auf den da bitte. It will be destroyed. I am listening. So, nachladen. Successful teleport strike. Der meutert. Das ist doch schön. Launch Thunderhawks. Und da wird aber auch immer noch weiter gekämpft. Immer noch sehr schön. Main batteries fire. Ah, das geht knapp davor. Shit. Successful teleport strike. Aber auch in dem Fall, um einfach mal quasi neutral die Situation zu bewerten, der Feind kam nicht aufgesplittet. Die fliegen mit angepasster Geschwindigkeit. Wenn man natürlich zwei Startgruppen hat, keine Frage, links eine, rechts eine, ne? Dann kann man dann auf jeden Fall versuchen, die dann zu trennen. Das ist auch absolut logisch, dass man erst den einen Gegner schwächt oder vielleicht sogar komplett aus dem Feld wirft. Das ist eine völlig normale Strategie. Wenn man halt die Situation kommen sieht, vorausgesetzt. Ne? Es kann auch sein, dass man abgelenkt ist oder dass man einfach es übersieht. Also selbstverschuldet, selbstverständlich, kann auch passieren. Aber das Trennen an und für sich ist nicht so einfach, wie wir gerade eben gesehen haben. Warte mal, auch da hier ist ja noch gar nicht hingemacht. Ich weiß gar nicht warum. So. Also hier sind wir jetzt fertig im Scarus. Scarus haben wir weitgehend jetzt hier im Griff. Da kommt jetzt hier gleich der Angriff, um den wir uns kümmern wollen. Dann wollen wir als nächstes, glaube ich, ins Medusa-System springen mit den Freunden hier. Machen wir doch einfach schon mal. Und bereiten im Grunde schon mal hier dann diesen Fight vor. Der kommt gar nicht so weit, der kommt maximal noch einen Sprung weit. So, der hat noch so 70 Punkte Möglichkeiten, der hat noch ein bisschen mehr. Der ist halt nur mit dem Panzerkreuzer unterwegs, ich sag absolut nur. Das ist halt die Frage, Mars, Lunar, Armageddon. Mars. Die Lunar brauchen wir nicht mehr. Nehmen wir mal den Mars mit rein. Oder aber wir warten noch mal eine Runde. Und holen dann noch mal einen Panzerkreuzer. Wie gesagt, man kann auch mal eine Horde Panzerkreuzer machen. Hier haben wir zwischen eine Vengeance. Dann können wir auch noch mal eine Exorzist mit reinnehmen. Lasst uns das mal ausprobieren, mal so eine Panzerkreuzerflotte zu machen. Vielleicht taugt die ja auch was. So, Skelus wollten wir schauen. Na, da kommt jetzt, wie gesagt, dieser Angriff. Dann haben wir Xinjia. Xinjia ist, glaube ich, alles in Butter. Ja, also wir fangen die auf jeden Fall ab. Dann haben wir noch die Sentinel Worlds. Da wehren wir jetzt gleich einen Angriff ab. Wenn es dann soweit ist. Meine ist, es ist beides in zwei Zügen, das heißt, eines davon muss ich verzögern. Ich verzögere das da. Agrippina, da haben wir hier diesen Angriff jetzt in zwei Zügen. Ne? Dann brauchen wir halt auf jeden Fall noch mal einen Zug, um da hinzuspringen. Ich gebe das jetzt schon mal aus, dass ich es nicht irgendwie sinnlos, ach du Scheiße, irgendwie sinnlos verbuttere. Ja, dann weiß ich jetzt schon quasi, wo mein Zeug hingegangen ist. Ne? Und dann haben wir noch Belis Corona, wo wir auch einen Job zu tun haben, die wir jetzt halt auch echt langsam aber sicher mal machen müssen.
So, der Kollege hier baut, sobald er kann. Belus Corona hat gerade eben keine Kapazitäten mehr. Nimmt es Sarah. Auch alles in Butter, so wie es aussieht. Und dann haben wir noch Belial. Belial sind wir auch vorgestoßen, ne? Ja, da haben wir auch noch hier diese fette Verteidigungsschlacht am Start. Und dann gibt es noch Caliban. Und Caliban, das ist das Einzige, was wir noch nicht so wirklich angeschaut haben. Okay, Leute, dann wissen wir was Bescheid. Wir wissen jetzt Bescheid. Beim nächsten Mal gibt es erstmal wieder ein paar Verteidigungskämpfe. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Und danke fürs Zuschauen. Danke für die Likes, die ihr da gelassen habt. Danke für die Kommentare und Tipps, selbstverständlich. Und danke für jeglichen sonstigen Support, zum Beispiel fürs Teilen der Videos, fürs Weiterempfehlen. Und auch danke an meine Patreons. Und da ganz vorne mit dabei, Pastor Pinsi und der Devil VHD als meine beiden Ehrendoktoren und Gefährten. In dem Sinne, tschüssi, ne? Und ade.